Alrighty, sehr liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem von wahrscheinlich mehreren kleineren Videos zum Geburtstagsupdate. Jackson Fidget wird 11 Jahre alt. Alles Gute von mir auch an Jackson Fidget. Wir haben im Livestream schon ein bisschen das Update besprochen und ihr seht dazu auch nochmal ein Video, wo ich auch nochmal zum Changelog meine Meinung insgesamt abgebe. Was ich jetzt hier in diesem Part machen will, ist einfach mal trocken reinschauen auf meinem aktuell wichtigsten Main-Char auf S41, dem Assassinen, wo wir möglicherweise in den neuen Dungeons stehen. Und was ich gut finde, ist, dass es einfach wirklich jetzt machbar ist. Die teuflische Tesi, du hast es geschafft, der Dungeon ist gesäubert, doch was ist das? Gibt es im Gobert etwa einen zweiten Flügel? Sofort will dir jemand mit zwei Flügeln Feuer geben. Kannst du Tesi das Wasser reichen? Tatsächlich werde ich wahrscheinlich die meisten Chars hier nicht kennen, sorry dafür. Aber wir wollen einfach mal gucken, wo wir halt hier stehen. Deshalb vorne mal schauen, ob ich equipped bin, as fuck. Ja, sieht eigentlich sehr nice aus. Oh. Das sollte ich auch mal machen. Let's go. Teuflische Tesi. Uff. 20.000 Geschick? Das werde ich ja gar nicht schaffen. Ich wollte hier ein Video machen. Bitte was? Okay. Da muss ich auf einen anderen Char mal schauen. Ich dachte, ich habe noch gar keine Werte gelesen. WTF, ihr habt euch bestimmt so gedacht, Bruder, den schaffst du null. Oh. Yes. Die Werte sind krass, aber wie oft bin ich denn jetzt ausgewichen hier, bitte? Müssen wir uns angucken, Leute. Das wie... Ja, die Waffen sind's. Ah, doch, okay. Okay, okay. Es passt eigentlich zu den Gängen. Doch, es passt. Es ist eigentlich nice. 300 Millionen Erfahrung. Wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und auch die Epics sind schon ganz nice. Jetzt ist natürlich die Sache... Es ist relativ wenig Platz im Inventar, wobei die Qualität von Gegenständen, die brauche ich aber jetzt auch nicht mehr. Die werfe ich mal wieder weg hier. Zumindest. Kann ich dir helfen? Ja, den einen erstmal, lassen wir mal. So, gucken wir weiter. Die ersten zwei schaffst du safe. Okay, Brabax. Dann danke für deine Meinung. Peter, der miese Peter. Das war knapp. Du schleichst den Flur entlang. Jetzt bloß keine Aufmerksamkeit mehr erregen. Ganz langsam öffnest du deine Bürotür, als dich ein übelgelaunter Todestester durch zwei Megafone anschreit. Das war einer meiner drei Favorites von der Optik her, dieser Dungeon. 420 Stärke-Gegner. Ah ja, okay, deshalb. Let's go. Ich frage mich natürlich, ob neue Klassen auch in diesem Dungeon gebracht sind. Ich war ja der Meinung... Also es gibt auf jeden Fall keine Element-Klassifizierungen, weil es halt nicht passt. Der 13. Stock hat halt keine Elementschaden und sowas. Yes! Nice! Okay. Finde ich gut. Schauen wir uns an. Aber es könnte ja vielleicht sein, dass es eine neue Klasse hier auch reingekommen ist. Ich glaube es aber auch nicht. Also ich meine, die Charlie und so, die werden es schon wissen. Uff. Okay. Ich halte aber nur einen Hit aus. Oh, zwei Hits. Jetzt nur noch ausweichen. Ich muss sagen, die Waffen, die ich mir geholt habe, die schmecken halt schon. Ohne die Waffen hätte ich das hier nicht geschafft. Der Damage ist 9 Millionen Grit. Nice. Okay, dass jetzt die Runen nicht so nice sind, ist ja jetzt nicht unmittelbar das allergrößte Problem. Trotzdem sind die Epics 367. Ich sehe mich jetzt hier diese Epics nicht nutzen im Moment. Hier wäre es sinnvoll. Hier könnte ich die Runen swappen, aber obwohl, nee, ist auch nicht sinnvoll. Naja, das sind Toiletten-Epics für mich, ganz safe. So, wer kommt als nächstes hier? Deine Ohren klingeln noch, während du dir Gedanken über den neuen Look der Remastered-Version machst. Da würdest du schon gerne mal ein, zwei Dinge ansprechen. Gerd nimmt deine Tipps bestimmt gerne entgegen, nachdem er dir mit seiner Axtgitarre eins übergezogen hat. Gerd, der Gefallene, ne? Nicer Name.
Aber der wird jetzt wahrscheinlich zu... Ach ja, Endgegner. Nope. Ich glaube, bis der fällt... Nee, den brauche ich gar nicht weiter probieren. Den würde ich wahrscheinlich mit meinem Kundschafter schaffen auf S23 oder so. Aber das gucken wir uns dann mal im S23-Video an. Okay, also 300 Millionen EP. Wir haben ein Level-Up dadurch geschafft. Damit sind die Begleiter automatisch hochgelevelt worden. In der Kombination ist es natürlich ziemlich nice. Aber wie gesagt, da sprechen wir nochmal im Changelog drüber. Und das Video werdet ihr entweder gleichzeitig oder auch irgendwie ein bisschen eher ein bisschen später sehen. Schaut auf jeden Fall auf den Kanal rein. Das war es erstmal von mir mit den Dungeons. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, macht's, tschüss und servus. Euer Basti.